What's up, Freunde? Nächstes Thema, und zwar im Studium hatten wir diese sogenannten Opportunitätskosten. Das heißt, was entstehen für Kosten, wenn man etwas nicht macht? Jeder weiß, okay, wenn man etwas macht, kommen wahrscheinlich Ergebnisse, kommen Erfolge. Im Business ist es Money, Kohle, Geld. Aber genauso spricht man von Opportunitätskosten. Das heißt, welche Kosten oder was kostet es uns, wenn wir etwas nicht machen, wenn wir keine Action-Taker sind, wenn wir warten und stagnieren und überlegen und denken, soll ich oder soll ich nicht? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn wenn ich damals 2018 eben nicht gehandelt hätte und mir mein erstes Coaching aus den USA gekauft hätte, für 7.000 Euro damals, Dollar, ich habe alles in Dollar gekauft. Was damals, 2018, 7.000, ich war angestellt, was habe ich denn verdient, 3.000 netto und 7.000 einfach einmal zu investieren, war ein Batzen Geld für mich. Wo ich gesagt habe, wenn ich das nicht gemacht hätte, wo wäre ich heute? Was würde ich jetzt verdienen, wenn ich nicht diesen ganzen Weg auf mich genommen hätte, nicht diese ganzen Investitionen auf mich genommen hätte, nicht diese ganzen Coaches, Berater und Experten aus den USA bezahlt hätte, um mir deren Wissen, deren getestetes und erprobtes Wissen zu geben? Ich wäre genau da, wo ich vor 3,5 Jahren war. Und deswegen sage ich, wir verdienen oder wir machen, so, lass es mal nur 10.000 im Monat sein. Natürlich machen wir ein bisschen mehr im Monat, aber nur um zu rechnen. Dieses erste Investment von 7.000 Euro in 2018 hat mich dazu gebracht, dass wir zum Beispiel, nur um es leichter rechnen zu können, 10.000 Euro pro Monat zu machen, was aufs Jahr gerechnet 120.000 Euro sind. Und der ganz wichtige Punkt, den man dabei glauben muss, ist, Geld ist nicht alles. Geld kommt und geht. Geld ist nur Energie. Nur, warum es ich gemacht habe, ist, dass ich mir Zeit zurückkaufe. Dass ich von den Coaches und Beratern und Experten und Trainern aus den USA das Wissen mir kaufe, geballt in einem Online-Kurs oder einem Coaching-Programm, das mir so viel Zeit gespart hat, diesen Weg alleine zu gehen, all diese Fehler alleine zu machen und ich viel schneller an mein Ziel komme, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und das ist das Wertvolle. Zeit ist viel, viel wertvoller als Geld, denn Geld kann ich später so viel noch verdienen, wie ich will. Aber wenn ich einen Shortcut oder den kurzen Weg finde, mir so viel Zeit zu sparen und nicht erst mit 65 oder 67 in die Rente gehen kann, sondern jetzt schon in die Rente gehen kann, oder mir mein Vermögen viel schneller aufbauen kann, damit ich in der Zwischenzeit mehr reisen kann oder viel mehr Freizeit habe oder mit Freunden auf der ganzen Welt mich treffen kann, ist mir das viel, viel mehr wert. Und deswegen stelle ich dir die Frage, es gibt diese Kosten, die man zu investieren hat, um den kurzen Weg gehen zu können, um von einem Coach den Weg gezeigt zu bekommen. Aber es gibt auch die Kosten und die sind viel, viel höher, wenn man diesen Weg nicht geht. Wenn man zögert, wenn man wartet, wenn man sagt, ah, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für irgendwas. Frag dich mal, oder wer von euch Kinder hat, gab es einen richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Nein, es heißt machen und dann wirklich die Früchte des Handelns und der Umsetzung genießen, anstatt zu warten. Weil wenn du wartest, bist du wahrscheinlich nächstes Jahr und übernächstes Jahr genauso noch da, wo du jetzt bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, lass einen Kommentar da, lass mich dein Feedback wissen. Bis später. Ciao.